Okay, weißt du was? Wir sagen jetzt gleich einfach und wenn. Parallel. Nur kurz mich am Muten. Oh, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty und Odwin. Und Odwin, genau. Hallo, wir warten ein bisschen früh, aber passt. Die wichtigsten Wörter wurden genannt, also nur ich. Alter, die Wölfe sind so laut. Ich brauche jetzt mal bitte eure Hilfe. Hey, ich bin unterwegs. Ich habe meinen Bogen geholt, ich bin jetzt unterwegs. 360 Meter noch. Ja. Ich hätte mich auch die verdurstenden Dorfbewohner kümmern können, aber ich hab's gelassen. Es sind mehr als drei Wölfe hier, das sind safe 4 oder 5. Ja. Okay, du bist bei einer Mühle, hast du gesagt? Bei so einer Hausruine, ja. Ach, da oben, ich sehe die Ruine, ja. Aber da muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Ja. Ich komme dann auch bald mit dazu zum Rettungstrupp im Falle, falls ihr euch dann das zu zweit aussehens da gefangen seht. Hier laufen Banditen rum. Oh Gott, hier liefen Banditen rum, der greift mich an. Ja, Banditen sind ja einige unterwegs, ich habe auch eben welche ausgeschaltet. Giddy up. Okay, sie haben aufgegeben. Du Idiot. Okay, so, die Ruine da oben. Ist das hier schon ein Wolf? Jede Menge Frauen. Nee, das ist ja ein Kojote. Da bist du drin. Ah, ich sehe die Wölfe, ja, okay. Oh, ich treffe die halt nicht. Ah, okay. Ich kann mal gucken von hier. Enttäuschung. Oh mein Gott! Nein, lauf, Rudi, lauf! Scheiße! Ich wurde von dem Wolf überrascht, Digga! Ich treffe die einfach nicht, die Viecher. Ja, er haut ab, okay, sehr gut. Ich kann mich hier oben nochmal neu in Position bringen. Der hat Rudi angegangen, Alter. Bist du mit dem Esel in diesem Haus? Ja. Ich bin von oben reingeritten. Soll ich dazukommen oder soll ich versuchen, von hier sie auszuschalten? Die Frage ist, ich glaube, es ist sinnvoller, wenn du die von der Bergkante oben aus. Weil von hier drinnen sehe ich halt kaum was. Okay. Boah, die werde ich niemals erwischen. Wie kann man denn schleichen? Mit Steuerung. Vielleicht verlieren die dann Akro. Ach, von hier kann ich sie doch, glaube ich, erwischen, oder nicht? Boah. Na, ich habe eine erwischt. Okay. Ach, du kommst hier nicht mehr raus, ne? Naja, also ich könnte rausreiten mit Ritter, aber die Frage ist, wie schnell sind die Wölfe und wie schnell ist der blöde Esel? Der Esel ist schneller. Ah, echt? Ja, ich konnte gerade den Wolf auch davon reiten, der mich, So, ich habe soweit geschaut und gemacht, ich komme mal zu euch. Ha! Ihr seid gar nicht so weit weg. Ich kann mal die andere Richtung hochreiten. Ah, oh, sehr gut. Der zweite? Unter dem Ding reiten die. Laufen die. Ah, oh, sehr gut, gut gedacht. Nein! Oh Mann, ich treffe den nicht. Alex, grüß dich. Sorry, du musst Discord gucken, sofort. Hat das jetzt nie gerade noch irgendwie noch. Müssten alle gewesen sein, oder? Ja, ich höre nicht. Ja, sehr gut. Ja, das war. Also, da hinten läuft noch irgendwo einer rum, aber. Nicht mehr hier. Ja, ich glaube, das waren alle. Okay. Danke für die Rettung. Ja, da habe ich mich. Noch einer. Da habe ich mich in eine äußerst brenzliche Situation hier selbst gebracht. Ja. Das sind Ziegenböcke, die können wir noch looten, ne? Die Wölfe doch auch, oder nicht? Ja, die können wir auch looten. Ich habe kein Messer dabei, aber. Ach so, das ist natürlich blöd. Hm. Hier war ich halt auch noch nicht in der Gegend. Ich glaube, ich weiß, warum ich hier nicht sein will. Warum? Da ist ein Bär. Ach so. Hagebärende. Kann man die Pfeile? Ja, die Pfeile können wir ja wieder looten hier theoretisch, ne? Gut, Felle und Co. bringe ich dann in die Utfinden hier zu dir in die. Na, sag schon. Nähere Reihe? Mhm. Ja? Ja, du kannst es näher bringen. Ja. Da sag mal, was ist denn hier alles los? Ach, hier sind ganz schön viele Pfeile jetzt, die nehme ich mir alle mit. Kann ich bei dieser Hütte bist du festgesteckt, ich sehe es schon. Es hat sich ja durchaus gelohnt, ich habe irgendwie 150 Gold hier rausgeholt aus der Hütte. Hm. Warte mal, die Bronzepfeile waren 7 Stück jetzt hier. Zack.
Vorsicht, da kommt nochmal ein Wolf. Ein einzelner. Ah ja. Ich hab ihn erwischt, aber er ist nicht tot. Jetzt ist er down. Boah, Alter! Wieder weggefickt, Alter. Den Spot kannte ich hier halt noch nicht. Na, war auch mal unerkundet, ne? Ins ja. Dorf! Ich werd jetzt hier noch ein paar Bäume fällen, ich komm dann nachher nach. Ich geh jetzt. Wie er fliegt, Alter. Ich mach mal einen Zwischenstopp in Klonika, vielleicht finde ich da Arbeiter. Klötika, Junge. Klötika. So, okay. Ich hab ne Musik-AI einfach grad einen Hit über Luwin kreiert, okay. Hör ich mir dann später an. Boah, ey. Ich bin hier mitten durch drei so Banditen geritten, ne? Ha, geritten, ne? Aber an den Banditen könnte ich meine Armbrust nochmal ausprobieren, tatsächlich. Oh Gott! Oh! Fuck! Na komm. Aber wo bist du da durch Banditen jetzt durchgeritten? Wo ich bin hier. Jawoll. Alter, die halten schon mal so aus. Wo bist du denn? Du siehst doch meinen Pfeil auf der Map. Onward. Ach, hier. Ja. Oh, die haben schon direkt Aggro auf mich, das ist ja super. Ja, ja. Onward. Das ist so lustig, du kannst sie annehmen. Die haben eins so eine fixe Range, wie weit die weg sind. Wieso schießt du dich? Die schießen nicht, warum schießt der nicht? Onward. Oh Mann. Ich hab wieder so einen Bug mit der Armbrust. Oh, ist das ärgerlich. Oh, Reputation hat sich verbessert. Wenn wir Banditen getötet haben, wahrscheinlich, oder? Ich hab einen gekillt, ja. Ja, Banditenjagen lohnt sich also auch. Aber das ist auch neu, ne? Das kam mir beim letzten Mal noch nicht so vor, dass es so viele Banditen hier gibt. Ach, man kann wieder nicht schießen, es ist so nervig. Vielleicht erhöht sich die Zahl der Banditen auch mit den Jahren, die du drin bist im Spiel. Ach, Bruder, ey. Dann nehme ich jetzt die blöde Axt und schlag dir mit der Axt tot. Ich kann nicht mal mehr die Waffe wechseln. Ich lock die Waffe. Du hast diesen Bug, ja, das habe ich auch nur mit Relock wieder machen können. Ich jetzt hier raus. Das ist ja blöd. Oh Mann. Hey, Mandragor. Gura, grüß dich. Nee, nicht Spiel laden, Spiel beitreten will ich. Der will mich boxen, Alter. Was ist denn, will mich boxen, ne? Boxen, ne? Oh, ich glaube, ich werde gerade totgeschlagen. Ja, stimmt. Ich habe ihn gekillt, der nicht schlagen wollte, aber da ist noch ein zweiter. Ich bin auf dem Ladebildschirm, ich höre es nur. Lauf weg, lauf weg! Ich kann nicht laufen mit dem Ladebildschirm! Ach so, weil du bist ja mich jetzt hier gerade reingesetzt. Oh, er ist tot, ich hab ihn abgeknallt. Toll, jetzt bin ich wieder drin. Hier sind sie. Die wollten mich schlagen. Die wollten mich auffressen. Aber ist auch witzig, ne? Die haben Käse dabei. Ja. Den Käse gesnackt vor der Nase, ich flippe aus. Move on! Danke für die Rettung. Ja, vor allem, Käse haben die oft dabei, Äpfel haben sie dabei, meistens ein paar Münzen. Das war nicht dein Esel, Kurga. Ach, da oben steht meiner. Ah, okay. Ja. Mein Esel ist da oben. Adieu. Hier ist noch Porn. Was ist Töten. Da? Aber diesmal sollte ich ihn jetzt hinkriegen, wenn meine Armbrust jetzt mal funktioniert. Ich kümmere mich mal um das Wasser, ne? Der einer ist schon da hart unglücklich. Na, stimmt, ja. Sollten wir mal machen. Ja. Ich muss fast machen können, dass ich im Dorf vorbeigeritten bin. Die Armbrust geht einfach nicht mehr. Es ist einfach. Ich hab den Bug immer noch. Hast du die Bolzen ausgewählt? Also ja, der liegt ja drin, der Bolzen. Ich kann nicht mal mehr. Ich kann nicht mal mein Item wechseln. Das ist richtig schlimm. Oh, Mann, du. Bye. Ich reite jetzt einfach wieder zurück. Das ist jetzt aber echt nervig, muss ich sagen. Jetzt habe ich einen vergifteten Apfel gegessen, nice. Hä? Nein, jetzt habe ich vergiftetes Fleisch gegessen! Gurga. Nein! Why? Ja, ich habe nicht gesehen, dass die Zustand her schlecht ist. Hä, aber ich verstehe nicht, wieso die durstig sind hier. Ach, die, warte mal, die Eimer müssen. Irgendwer hat volle Eimer in den Lagerschuppen getan, nicht in den Kornspeicher. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Onward!
So, okay. Oh, wo ist der Esel? Mann, ey. Wo ist der Esel? Ladehemmung. Der Esel ist weg. Onward. Wir haben keinen Esel mehr. Wir haben Ritter verloren. Ach, jetzt geht die Armbrust wieder, oder was? Kannst du bitte warten, bevor du zustichst? Ach, du Hund, ey. Children have eaten that. Junge. Der Esel ist weg, Mann. Was mir gerade einfällt, was ich ganz vergessen hatte. Ah ne, da vorne steht er, sehr gut. Die Käse sind ja übel krass, ey. Die haben richtig harte Buffs. 50% geringerer Ausdauerverbrauch. Brennholz, das nehme ich mir mit hier. Bärenwein, oh, lecker. Also einen lecker schmeckigen, köstlich-schwächlichen Bärenwein, den kann man sich mal gönnen. Was ist das hier? Eine Holzschaufel, die gönne ich mir. Die ziehe ich mir gerne rein. Apropos gönnen, ich nehme auch mal ein bisschen Holz wieder mit. Wo ist denn jetzt der blöde Esel wieder hin? Ich flippe hier aus, ey. Dann müsste eigentlich oben auch markiert werden, dein Reittier. Oben auf dem Kompass. Also mein Esel ist da gemarkert. Alter, du hast den Bolzenpfeil mitten ins Gesicht geschossen. Nee, der lief hier gerade noch, der Esel. Richtung Dorf. Also gemarkert ist mein Esel hier nicht, den ich gerade genutzt hatte. Hat der gar keine Fladenbrote mehr, der Typ hier? Tja, wir haben den einen Esel halt weniger. Mein Gott, passiert. Als ob der jetzt einfach so weg ist. Ja, keine Ahnung, ich finde ihn nicht mehr. Ja, dann läuft er wahrscheinlich zurück einfach zur Basis. Ja, genau. Also haben wir noch drei Esel im Stall, also die tot ist da keiner. So, Brot. Fladenbrot. Mehl. Ah, wir haben kein Wasser mehr gehabt, deswegen konnte der nichts mehr machen, ne? Wir haben noch Mehl ist nämlich noch mehr als genug da. Ja, das finde ich so schade, dass sie so unfähig sind, selber mal die Sachen dann zu besorgen, weißt du? Die brauchen alles vorgekaut. Das ist so nervig. Was denn? Naja, hier, wenn so ein Bäcker halt sagt, ja, ich habe zwar Mehl, aber kein Wasser. Ja, dann geh dir Wasser holen, mein Gott. Da steht ein Brunnen 3 Meter daneben. Naja, der Brunnen hat halt eine eigene Station. Da können selbst ein Dorf da dran, um selber was. Weißt du, also muss halt extra einen einteilen, der Wasser macht. Okay, der halbe Satz war jetzt abgeschnitten, weil du einfach die ganze Zeit von. Der Brunnen hat halt einen Arbeitsslot, wo du halt selbst einen Dorfbewohner reinstellen kannst. Ah ja. Also du brauchst einen extra Dorfbewohner, der Wasser macht. Okay. Aber ich eigentlich kann Wasser machen. Ich kann auch Wasser machen. Du meinst Pisse. Pisse. That was a South Park reference. Ich wollte die Referenz jetzt aber nicht fortführen aus Jugendschutzgründen. Warum auch so? Schade. Schade. Was? Hä? Habt ihr diesen Bug auch, dass der Boden manchmal so schwarz? Nee, bei mir läuft das aktuell alles mein wunderbar. Gott. Oh mein Gott, ich bring meine Frau um, ich schwör's, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Das ist. Was ist das, Mann? Wieso erntet die denn nicht? Muss ich der das extra mitteilen, dass die den Scheiß auch zu ernten hat? Hast du es vielleicht aus den falschen Gebäude? Hast du die aus den Schuppen statt beim Nein, Feld eingeteilt? Die ist im Feld hier und die hat angefangen, einmal quer durch das große Feld zu ernten und dann Hafer anzubauen. Aber anstatt das ganze Feld fertig abzuernten, hat die einfach aufgehört. Die hat einfach aufgehört zu ernten. Was ist das, Mann? Passt nichts mehr, fällt nichts mehr in die Truhe rein? Boah, ey, wenn das jetzt auch noch ein Faktor ist, ey, dann. Boah. Nee, da sind nur 14 von 150 drin. Ist da vielleicht. Fehlt da eine Sense oder sowas? Dass die nicht mehr weiter ernten kann, weil die keine Sichel oder Sense mehr hat? Also hier ist kein Werkzeug drin. Oh, dann kann die. Alter. Mein Gott, Alter. Nervig, wirklich. Kann ich noch eine Sense machen aus Bronze? Bitte, ja, bitte. Okay. Und ich muss gucken, wie ich das jetzt hier in der Verwaltung einstelle, dass sie das Feld mal richtig beerntet hier. Beerntet? Ernst, ne? So, gut. Dafür bräuchten wir. Ja, perfekt. Nummer 2 mit. So. Eine Sense aus Bronze. Ich mach dir mal direkt 2, ne? Bitte. So. Ich mach mich jetzt auch mal auf dem Rückweg wieder. Boah, das kann ja sein, musste. Kann man doch kein. Oh, Gott sei Dank, das geht. Oh, Gott sei Dank. Da muss ich das nicht alles einzeln klickern hier, das ist ja schlimm.
So, okay, Feld 2 machen wir dann halt jetzt irgendwie. Ja, bestätigen, genau. So, was machen wir dann hier? Das ist noch ungedüngtes, ungepflügtes, unbesätes Feld. Was machen wir jetzt hier drauf? Hier machen wir jetzt drauf. Ach so, hier ist schon was drauf. Hier ist auch Roggen drauf. Okay, dann müssen wir was anderes jetzt hier drauf machen. Dann machen wir jetzt drauf Flachs. Flachs. Einfach in den Schuppen die senden, oder? Nee, unten. Ja, also genau, bei dem Schuppen in die Kiste einfach ein und dann passt es. Okay. So, und auf dem dritten Feld machen wir dieses Jahr Kohlköpfe. Kohl. Let's go. Bestätigen. Aber Kohl, ein paar Kohlköpfe habe ich auch dabei tatsächlich. Von Banditen gelootet. Was hatte ich gesagt? Flachs will ich hier. Stimmt, okay, die Felder habe ich jetzt also neu zugeteilt. Das muss jetzt also klappen, wenn die jetzt aufsteht und dann wieder anfängt zu arbeiten. Junge, Junge, Junge. Feierabend, ja. Ab ins Bett. Ja, da gehen wir jetzt mal pennen hier. Das wäre gut. Klingt im Grunde echt gut. Ich komme auch gleich dazu. Aber ich mach mal. Ich nehme mal kurz Arbeit ab. Ja, der rote Status hat nichts mit den Feldern zu tun, Manu. Das war irgendwie Wasser fehlte oder so. Ja. Naja, die Sense war wahrscheinlich Schrott. Deshalb hat die da nicht mehr weitergemacht. Oder die Zuteilung auf dem Feld hier in der Verwaltung hat gerade noch nicht gestimmt. Vielleicht hat die deshalb nichts gemacht. Aber jetzt müsste ja beides gefixt sein. Also jetzt hat die sowohl Arbeitstool als auch eine Anweisung, was sie da zu tun hat. Selber denken können, das ist ein. Das ist wie mit einem Praktikanten in der ersten Woche. Du musst auch jedes einzelne Ding erklären. Na komm, jetzt bin ich fast da. Kurz überlegt, ob ich ein Feuer mache, aber ich bin quasi ums Eck. Ja. Ich nutze die Gelegenheit und schütte mir was zu trinken ein, Hutwin. Alles klar, viel Spaß. Oh, hallo Wolf. Dankeschön. So. Ja, ja, ja. Im Feld der Verwaltung war was Rotes. Okay, guck ich mir gleich nochmal an. Aber eigentlich sollte es links auch ein Pop-Up sein, wenn da irgendwas rot war. Move on. Das dachte ich auch eigentlich jetzt, ja. Hast du einen Feldzuteilungsantrag ausgefüllt und in dreifacher Ausführung beim Kreisfeldzuteilungsregisteramt eingereicht? Ich bin das. Kreisfeldzuteilungsregisteramt. Ja. Das wird noch schneller. Ach, bei den Plantagen ist niemand zugewiesen. Ja, das kann sein. Bei den Baumplantagen. True, das muss ich noch machen. Die Baumplantagen. Absolut korrekt, Momente. So, Rudi, jetzt geht's ins Bettchen. So, wir haben wieder Stämme im Haus. Stämme in Utwins Unterhose. Das ist echt gut, Stämme da, nicht schlecht. Scheiße. Da muss ich direkt mal meine Hände eincremen hier mit Aloe Vera Handcreme. Ich geh ins Bett. Sehr. Also es war gerade keine Lüge, das mache ich gerade by the way wirklich. Ich glaube, Lorelei hat noch ein paar Probleme so nachträglich mit ihrer Mutterschaft. Die hat immer noch ein Phantomkind in den Händen. Die kommt nicht drüber hinweg. Die kommt nicht drüber hinweg. Dass der Kleine alt genug ist. Ja, genau das. Die Baumplantagen können über den normalen Feldschuppen abgearbeitet werden. Okay. Einen letzten Versuch starte ich jetzt noch. Jetzt gucke ich nochmal und nach unten links nach nach Skauki, und wenn da auch keiner ist, den wir als Holzfäller nehmen können, nämlich den nächstbesten, der wenn so ein Level 1 hat, im Gewinnen ist mir egal. Also die Plantagen, die sind schon da, aber eigentlich müsste meine Frau die doch jetzt automatisch machen, oder nicht? Aber die Plantagen meinst du, oder was? Ja. Aber ist sie denn da zugewiesen? Naja, die ist im Schuppen halt zugewiesen. Bei Verwaltung kannst du ja. Ah, ist das irgendjemand anders dran? Na gut, ich bin's nicht. Moment, wir haben noch eine. Alles gut. Agnes. Die haben wir auch noch. Die hat gar keinen Beruf. Aber wir haben schon jemanden. Ich fange jetzt erstmal an zu saufen am Morgen. Sie arbeitet jetzt wieder.
das Ding ist ja, meine Frau ist ja im Feldschuppen zugewiesen. Und in dem Feldschuppen sind halt sowohl die Plantagen als auch die Felder. Das heißt, sie müsste das automatisch mitmachen. So sehe ich das. Nein, ich schlafe nicht mit dem Esel in einem Bett. Der schläft im Haus mit, damit ich nicht selbst rauslaufen muss morgens. Auf die Kuh. Alter. Junge, ey. So, was ist jetzt hier? Wo ist der Typ, der jetzt hier eigentlich in der Bäckerei arbeiten soll? Ja, Ulrik. Ja, wo ist er? Ich will gucken, ob der hier Fladenbrote scheppert. Das ist eine gute Frage. Weil er hat eigentlich alles. Er hat einmal mit Wasser und der hat Mehl. Und mehr braucht er dafür eigentlich nicht. Überleben. Gewinnung. So, was ist jetzt mit dem das Ende naht? Was müssen wir da machen? Sprich mit Sviatomira, Bogudan und Goslava. Das kann ich doch mal angehen. Brennholz muss ich ins Materiallager legen, ne? Damit das was bringt? Ja. Okay. Und einmal mit Wasser, wenn die voll sind, die müssen den Kornspeicher, damit die was zu trinken haben. Ganz wem gehört denn hier Ramona? Wem gehört die, was? Ramona stützt sich auf der Kiste hier gerade ab. Hä? Utwin. Achso, der Esel oder was? Ja. Achso, Ah ja. Wo genau? Ja, im Materiallager. Achso, immer noch. Gut, dann ist sie immer noch da. Ja, wunderbar. Okay, dann stellt die sich ja auch so auf die Kiste drauf? Ja. Ja, ja. Komm mal, ja, das ist mir auch schon aufgefallen, das macht er auch mit den Füßen. Das sieht so geil aus, Alter. Komm, okay, steig da mal runter, bitte. Ich kann das mir nicht mit angucken hier. Ich hätte ja auch wieder runterleiten können. Warte mal. Ja, mach das doch mal. Ja, danke. So, dann kann ich mir mal hier ein bisschen Zeug in die Kiste reinlegen. Piep, piep, piep. Warte mal, Ulfin, wo reitest du jetzt hin, bitte? Eigentlich nirgendwo hin. Ich wollte bloß den Esel raustun. Ich bin jetzt eigentlich fertig. Ich meine, ich habe überlegt, vorhin nach Skauki zu gehen, aber wir haben ja doch die Arbeiter, die wir brauchen. Achso, aber haben wir nicht noch einen Platz frei für eine Mulle? Einen Platz für eine haben wir noch, ja. Da können wir noch was Beliebiges holen, aber Produktion und Survival wären, glaube ich, die besten. Produktionen überlegen, Leben. Nicht Produktion, okay. Hier, Gewinnung und Überleben. Wenn Überleben hoch ist, könnten wir auch die Kräuterhütte mal besetzen, die wir haben. Also, weil das Ding ist, ich würde jetzt einmal die Quest machen. Ich muss dafür in jedes Dorf einmal reisen. Können wir das... Das ist halt die Frage. Können wir das aufteilen? Ja, klar. Können wir aufteilen. Ich meine, ich hätte das jetzt mit der Schnellreise gemacht. So. Na gut, das war auch eine Idee. Also, wie du willst. Wir können es auch aufteilen. Ein bisschen durch die Landschaft reiten, ne? Macht das doch zusammen und vertont wieder die Dialoge. Das war so witzig, das letzte, ne? Das wäre auch eine Idee, ja. Okay. Wo ist denn der Kompost? Müsst ihr mal nochmal gucken, was ist denn im Tagebuch? Bleibt wachsam? Nee, das ist ja, Oxbow. Genau. Das Ende naht. Ein Verrückter glaubt, dass die Welt kurz vor dem Ende steht. Aber er hat recht, die Menschen sollen gewarnt werden. Okay. Dann würde ich mal sagen, ist das vielleicht ausnahmsweise eine etwas kürzere Folge, aber ich würde noch kurz eine 1-2 Minuten Pause machen für Toilettenpause und sonst irgendwas. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier das nächste Mal, wenn wir dann die Quest das Ende naht machen, zusammen mit Tim. Dann bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Tschüss. Na, Koteletta, Alter.